Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video meinem Kanal. Heute soll es um den Battlefield 4 Scharfschützen bzw. den Battlefield 4 Aufklärer gehen. Bei denen gibt es doch eine Menge Änderungen. Und erstmal die halbautomatischen Präzisionsgewehre und Karabiner sind jetzt für alle Klassen verfügbar. Das heißt, der Scharfschütze kann jetzt auch mal M4 oder ähnliches im Nahkampf nutzen. Dafür sind jetzt PDWs ja dem Pionieren vorenthalten und halt hier der Aufklärer kriegt nochmal ein paar Allrounder-Waffen hinzu. Dazu, es gibt ein paar Scharfschützengewehre, da haben wir schon Statistiken und ein paar nicht. Zum Beispiel nur bestätigt sind halt M40A5, M39 und QBU88, aber man hat halt noch keine Stats dafür. Stats hat man zum Beispiel für die Scout Elite, eine Bolt Action Sniper, die macht 100 Schaden bis 38 und hat einen Drop-Off von 25 bis 120. Die Feuerrate dabei ist 63 und das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir haben also eine Sniper mit einer recht guten Feuerrate, aber am Ende einen sehr niedrigen Schaden von halt 38. Da braucht man also schon drei Treffer, wenn man halt die nicht im Kopf trifft, um überhaupt mal einen Kill zu bekommen. Im Vergleich, die S-Fach-90 ist die andere Bolt-Action-Sniper, die man schon hat, wofür man Sets besitzt. Die macht zum Beispiel Schaden von 100 bis 56, also ein bisschen mehr Schaden auf Distanz. Der Drop-Off dort ist 25 bis 80 und die Feuerrate ist 48. Das heißt, die Feuerrate bei der ist zum Beispiel ein bisschen niedriger. Bei der Streuung unterscheiden sich die beiden Waffen dadurch, dass sie bei der Scout-Elite halt aus der Hüfte ein kleines bisschen weniger ist. Heißt, die offensivere Sniper so gesehen hat ein bisschen weniger Streuung aus der Hüfte und die Scout-Elite hat eine, da ist die Kugelgeschwindigkeit ein klein bisschen höher. Dann diese Semi-Auto-Sniper, die jetzt schon bestätigt ist, die Marksman Rifle, das ist die RFB, DMR. Die macht 43 bis 30 Schaden, also ist nicht so wie zum Beispiel eine SVD, die jetzt zum Beispiel 50 Schaden machen würde, wofür man im Nahkampf zwei Treffer bräuchte. Und hier braucht man nämlich drei Treffer und hat einen Drop-Off von 15 bis 75 und eine Feuerrate von 260. Ist also auch relativ Standard, also die Feuerrate von 260 ist normal für so eine halbautomatische Sniper Rifle. Die restlichen Stats sind dann noch so ein bisschen unaussagekräftig, die Streuung zum Beispiel recht niedrig, ist natürlich nicht 0 wie bei einer Bolt Action, sondern so ganz kleines bisschen 0,05, das ist ja nicht allzu hoch und der Rest ist auch relativ Standard. Interessant ist aber diese neuen Battle Pickups Waffen, die es irgendwie pro Flagge gibt, die dann irgendwie einmal da sind und recht stark sind. Und da kommt halt die M82A3 vor, die kennt man vielleicht sogar noch aus Battlefield 3 aus dem Singleplayer, da kam sie einmal kurz vor. Halbautomatisch. Und das Krasse ist halt, die macht 110 Schaden. Und zwar immer 110 Schaden. Hat eine Feuerrate von 125. Die kann also recht reinziehen. Die kann man zwar nicht als einzelne Klasse auswählen, aber liegt halt irgendwo rum. Und das Ding scheint wohl echt Power zu haben. Hat eine klein wenig Streuung von 0,1, wie so eine G3 zum Beispiel, ohne Aufsätze wäre das. Und da bin ich mal gespannt, ob das Ding nicht ganz schön reinhaut. Es hat 11 Schuss im Magazin. Hat noch 22 Schuss Reserve halt. Da bin ich mal gespannt, aber wäre schon mal ein kleiner Distance-Push. Als neuen Aufsatz haben wir den 20-mal-Zoom. Den gab es ja in Battlefield 3 für DICE-Mitarbeiter. Aber halt nicht für die normalen Spieler. Heißt für ganz lange Distanzen, falls wir eine Map haben in der Größe von Armored Kill zum Beispiel, da wäre das ja gar nicht so unsinnvoll, wenn man sagt, man will ein bisschen aus Entfernung das MCOM verteidigen, falls Leute machen, meistens campen wir eh nur dumm rum, aber hoffen wir das mal. Und dazu gibt es ein Entfernungsmesser und das Zeroing. Damit kann ich halt erkennen, wie weit ist mein Gegner entfernt und dann wird das Visier so ein bisschen umgestellt. Normal muss ich ja in Battlefield 3 so an den Mildots und so erkennen, wie weit muss ich drüber halten, weil die Kugel ja nach unten fällt. Und das wird anscheinend automatisch gemacht, das heißt, ich kann wieder normal auf den Kopf halten, das Visier ist so gesehen so ein bisschen umgestellt, dass es alles mit einberechnet ist. Ob das am Ende so gut funktioniert, wie das bei bewegenden Zielen ist, was, wenn ich so und so viel höher stehe und alles, das ist zwar noch fragwürdig, aber es soll anscheinend das Snipen auf Distanz vereinfachen. Ich hoffe mal, das wird halt nicht zu krass gemacht, dass man fast gar nichts mehr machen muss, aber ist ja schon mal ein Ansatz. Ist auf jeden Fall für Anfänger schon mal nicht schlecht. Ich selber habe ja auch mich nie so sehr mit den Mildots beschäftigt. Ich selber könnte zum Beispiel davon auch sehr gut profitieren. Dazu haben wir dann noch die Annäherungsmine bzw. die Motion Balls aus Bad Company 2. Das sind halt so kleine Annäherungsmine, die kann ich so werfen, so ein Ball. Und der hat so einen Radius von 25 Meter, heißt um diese 25 Meter herum werden alle Gegner gespottet. Frage ist halt, wie lange, ob die Kugeln ewig liegen bleiben oder ob die irgendwann einfach weg sind. Natürlich kann man die natürlich logischerweise auch irgendwie kaputt schießen. Ist halt interessant, wenn man zum Beispiel hat, dass irgendwie Gegner in einem Haus sind, dann schmeißt man kurz die Kugel da durchs Fenster und sieht halt, wo die sind. Man kann also ein bisschen offensiver agieren. Vielleicht kann man die auch wieder aufheben, das ist dann auch mal schauen, wie das dann letztendlich ist.
Aber das T-Ux ist auch wieder mit dabei. Das heißt, ich kann auch wieder schön das Ding hinstellen und einfach abwarten. Und das spottet dann in diesem Umraum ein paar Gegner halt. Dann ist das C4 wieder als Recon möglich. Ich kann also wieder als Aufklärer herumrennen und C4 an die Panzer machen. Das ist super eigentlich. Endlich hat der Aufklärer mal wieder was gegen Fahrzeuge. In Battlefield 3 war es am Ende mal die Armbrust. Die hat ja auch gegen Panzer nichts eingerichtet. Und so kann ich als Aufklärer wirklich mal in den Panzer rangehen, C4 ranschmeißen und wegsprengen das Ding. Ich bin also auch mal gegen sowas. Ja, wie soll ich sagen? Ich kann mich gegen sowas auch mal wehren. Und das ist ja letztendlich nicht schlecht. Das ist schon mal ein gutes Ding. Und dann gibt es noch das PLD statt das Soflam. Das PLD ist tragbar und ich kann das so aus der Hand, kann ich halt so Fahrzeuge wie halt so ein Soflam markieren. Die Sache halt dort ist halt zwar schon anders, ich spotte halt nicht mehr von alleine. Normal kann ich ja meinen Soflam irgendwo hinstellen und mache was ganz anderes. Das geht in dem Sinne nicht mehr. Ist halt irgendwie schade, dass ich jetzt zum Beispiel nicht mehr meinen Soflam irgendwo auf dem Berg stelle, was sind so alle Helikopter markiert und ich selber kämpfe dann da unten, weiß ich, beim MCOM mit. Das geht in dem Sinne halt leider nicht mehr, sondern ich muss halt immer das Ding nehmen und markieren. Ist ein bisschen komisch, finde ich eigentlich schade. Ich würde eigentlich sogar fast beides irgendwie einbauen. Das Soflam war auch interessant, weil es halt so hell geleuchtet hat. Ich konnte teilweise echt einen Soflam hinstellen. Das hat die Gegner einfach geblendet. Mal sehen, ob sie das vielleicht doch noch mit einbauen. Ich würde es gut finden, wenn beides dabei wäre. Dann sind die Visierreflexionen wieder da. Das heißt, wie in Battlefield 3, wenn ein Sniper einen höheren Zoom hat, dass ich ihn so ein bisschen dieses reflektierende Visier sehen kann. Es ist aber wesentlich schwächer. Und ich muss sagen, so auf manchen Bildern, wo das gezeigt wurde, das hätte man während des normalen Spielverlaufs gar nicht so krass erkannt. Also das ist wirklich ganz Stück schwächer geworden, gar nicht mehr so nervig, wenn du halt selber das spielst. Klar, als Gegenspieler ist das natürlich dann doof, weil du ihn nicht erkennst, aber letztendlich ist es auch gar nicht schlecht, wenn man das mal sagt. Der ist ein bisschen mehr Stealth, wird nicht sofort erkannt, waren teilweise in Battlefield 3 ein bisschen blöd, wenn du ihn auf in wie viele Meter ihn sofort erkennst, weil das Ding ja extrem blendet. Das haben sie ja so ein bisschen abgeschwächt. Dazu wird das mit der Niederhaltung ist auch so ein bisschen anders jetzt ja momentan. Erst wird ja eher durch LMGs ausgelöst und nicht mehr so durch Sturmgewehre. Das heißt, ich kann als Sniper so gesehen in manchen Situationen etwas ruhiger schießen, weil ich nicht dauerhaft niedergehalten bin und meine Kugel bis ins Nirgendwo mehr streut. Dazu kann ich aber auch selber nicht mehr so gut meine Gegner niederhalten. Das heißt, die können auch mich besser abschießen. Das ist halt dann dort wieder so, es gleicht sich etwas aus, aber ich kann es aus der Scharfschütze etwas ruhiger schießen und meine Kugel streut nicht irgendwie Meter weit am Ziel vorbei. Dazu sind dann Pistolen jetzt ja auch etwas nützlicher als im Battlefield 3. Pistolen sind jetzt diese Nahkampf-Alternative, also eine bisschen bessere als im Battlefield 3. Im Battlefield 3 waren Pistolen, sagen wir mal, nicht so wichtig. Man konnte zwar irgendwie auch Gegner finishen, aber jetzt im Battlefield 4 sind ja auch alle anderen Waffen geschwächt worden, deshalb sind die Pistolen wieder ein bisschen stärker und ich kann dann auch gerne mal mit einer 9-3R, die ist ja auch bestätigt, einmal im Nahkampf kurz jemanden umsprayen. Und dazu haben wir dann noch halt Granaten, Blendgranaten und Brandgranaten. Das heißt, ich kann halt dort auch wieder ein paar mehr Sachen im Nahkampf, auf weiß ich nicht was für Situationen, halt irgendwie ein bisschen meine Klasse etwas mehr anpassen und ich bin halt einfach mal vielseitiger als vorher. So. Nun, letztendlich, um zusammenzufassen, der Aufklärer kann was gegen Fahrzeuge machen, kann offensiv mit Karabiner mitkämpfen und hat auf Distanz Entfernungsmesser. Das sind so die drei Sachen. Ein paar Änderungen gibt es auch, aber das kann man sich so merken. Und ja. Was sagt ihr zum Aufklärer? Ist er jetzt vielleicht wieder zu stark? Ist er perfekt? Sehen wir das mal. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Seht sich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.